Trickself-Laden. Hoffentlich rasten ohne Totenbeschwörer. Also wir könnten gewiss einfach durch die Luke da abhauen und dann wär's das hier. So, Ruhen. Ja, geruht. Ihr habt wie befohlen. Mal hin. Wir beschwören uns jetzt erstmal nochmal ein Auge. Was immer schon erledigt. Ah, wir können auch schon eine Schriftrolle erstellen. Diese Fähigkeit muss erlaubt, Zauber des, was ist denn gerade? Schutz vor einer Todeswolke. Ja, wir haben eine Schriftrolle Todeswolke erstellt. Die werden wir einfach mal auch einsetzen dann. Oh, weil die lustig jetzt? Ist. Ihr habt gerufen? Kommt mir gerade eigentlich ganz gelegen, so eine Schriftrolle erstellen zu können. Was haben wir hier denn noch? Schutz von normalen Waffen. Das bringt uns nichts, weil die uns tot zaubern. Ich wollte ja eh das Auge beschwören. Da ist auf jeden Fall eine Luke, in die wir rein können. Hier haben wir noch jede Menge Zwerge. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir so... Durga, Priester, 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 Priester. Noch ein Priester, noch. Ja, es ist kein Wunder, dass wir eben gestorben sind, wenn 10.000 Priester ihre komische Magieattacke auf einmal auf uns machen. Ein stinkendes Loch, das immer so gut ich kann. Also, wie machen wir das? Wie machen? Denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Ja, ich würde gerne speichern, aber... So irgendwie und dann versuchen. Ich tue das mal. Ja, nein. Geh da bitte weg. Das Tolle ist, die bewegen sich auch nicht von ihrer Position weg. Dann müssen wir die Todeswolke irgendwie... Kriegst du die dahin gezaubert? Stirbt! Ja, Todeswolke. Und verursacht Schadenspunkte durch die Todes. So, dann gucken wir mal, wie viel wir dadurch umbringen können oder schaden können oder keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall noch... Kannst du in die Richtung Netze zaubern? Ah, schön. Dann zaubern wir in die Richtung Netze. Wir müssen irgendwie nämlich die Priester reduzieren. Also die, die da stehen, das sind definitiv viel zu viele. So, mal gucken, ob wir, um wie viel wir mit unserem Feuerball rankommen. Dann 4 Stück, würde ich sagen. 4 tote Priester sind 4 gute Priester. Ja, wir müssen sie leider sehr taktisch ausweichen, weil... Es geht nicht im Zweikampf, glaubt mir. Ich könnte es gerne versuchen, aber es würde nichts bringen. So, noch einer hinüber. Jetzt sind mir leider die Feuerbälle ausgegangen. Wir werden auf jeden Fall nochmal ruhen müssen. Ah, ich werde mehr Feuerbälle benötigen. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. 6 Feuerbälle, ja. Ich bin ganz old. Ihr könnt jetzt nicht speichern. Wir könnten... Wenn ich jetzt speichern könnte, würde ich Minsk mal vorschicken, um zu gucken, was noch... Ah, jetzt kann ich speichern. Um mal zu gucken, was übrig ist. Da steht einer, da steht... ja, ich wollte mit dir gar nicht reden. Wir sind gekommen, um zu helfen, bla bla bla. Boah, es sind einfach so viele. Wir würden gerne, ja, ja, ja. Also gut, wir werden euch helfen. Bla bla bla. Entfernen, entfernen. Fertig. Ja, hier sind auf jeden Fall noch sehr viele lustige Priester. Und hier sind auch sehr viele Diebe. Also sie können da reinzaubern. Ja. Also da kommt man auf jeden Fall nach unten. Sie bringt aber auch nicht. Also, ja, ich, ihr habt sie irgendwie bezaubert, ganz toll. Geht hier nicht und spielt mit dem Straßenköter. Man muss es irgendwie anders machen, Spielladen. Wie gesagt, es wird sehr interessant. Und weil es sehr interessant wird, bin ich gerade auch nicht gewillt aufzuhören, obwohl ich eigentlich aufhören müsste, aber das macht mir gar nichts. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch einmal ruhen.
Ihr habt Geld. Also schade, dass man nicht mehr Feuerbälle auf einmal haben kann. Im Moment aber so. Bitte keine Totenbeschwörer. Keine Totenbeschwörer. Gut, dann. Was immer ihr braucht. Holen wir uns noch mein Auge herbei. Ich find's praktisch. Ich find's äußerst praktisch. Und darum zauber ich's mir auch her. Ich bin ganz aber schon mal ausrichten. Wie befohlen. Nämlich so. Ja, dann können wir hier in den Gang zaubern. So, was haben wir hier denn noch? Hier haben wir 4 Priester. Von den ganzen unsichtbaren Leuten mal abgesehen. Da haben wir 3 Priester und da haben wir die beiden. Und ihn haben wir da. Ihr habt gerufen. Schauen wir mal, dass wir zumindest die beiden jetzt wegkriegen. In Kürkus. Wie steht es eigentlich? Unverletzt. Unverletzt? Ja, der kann doch nicht unverletzt sein. Ja. Schon blöd. Blöd. Aber ich habe einen Fernkämpfer. Ja. Das ist ja auch so eine Art Fernkämpfer. Was immer ihr braucht. So gut ich kann. Ja, stelle ich mal hier lieber hin. Nein. Okay, schön. Ah, wir haben ihn vergiftet. Und wir haben ja noch magische Geschosse für ihn. Hier, friss. Ja, es wird die Hölle, die Priester auszureichern. Ich sehe das schon. Ich brauche schon 3 magische Geschosse, um einen lächerlichen Priester zu töten. Fett mein. Du hast doch einen Bogen. Zeig mal, was du kannst. Achso, er ist jetzt schon umgekippt. Stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Hast du jetzt mit meinem Arm Minsk gemacht? Ach, du hast ihn verderben lassen. Was? Wo läufst du hin? Jed mit dem Schwert zu leben heißt gut und lang zu leben. Ich weiß echt nicht, wie ich gegen die vorgehen soll. Die ganzen normalen Viecher sind ja tot. Das heißt, ich kann nur Netze überall hinzaubern und mindestens mit seinem Zweihänder da versuchen, alleine reinzulaufen, wo dann die von oben hingegen kommen und ihn töten. Ich müsste hier in die Tür die Netze reinmachen. Dann kriegt die elenden Priester ja auch nicht von ihrer Position weg. Könnt ihr den... Ich wäre euch irgendwie verbundener, wenn ihr den angreifen könntet, ohne unnötig nach vorne zu gehen. Naja, damit habe ich gerechnet. Ja, ich würde ja gerne euch nach einem Tipp fragen, wie ich das machen soll, aber ich werde keinen Tipp bekommen, so wie immer, wenn ich um etwas frage. Zumindest momentan noch. Keine Kritik an euch, aber... Ich habe halt wenige Leute, die die Videos überhaupt bis hierher angesehen haben und vermutlich noch weniger, die sich die bis zum Ende ansehen werden. Was mir aber ja relativ egal ist. Ich überlege gerade noch, wie ich das jetzt am besten anstellen kann. Was hast du denn an Angriffszaubern? Ich könnte natürlich... Habe ich diesen lächerlichen Blitzzauber? Ich glaube Stufe 2? Ne, der Stufe 3 auch. Was macht denn der? Ein mächtiger Leckchen in Form eines Blitzstrahls schießt er vor und verursacht beim Zielwesen einen W8 Schadenspunkt. Die Stufe des Anwenders bis zu einem Maximum von bei einem erfolgreichen Rettungswurf gegen Zauber mit 2-mal aus mit der Schaden halbiert. Können wir den in den Gang schießen? Wir können ihn auf jeden Fall geradeaus durchschießen. Ja, treffen wir damit was? Das ist eine andere Geschichte. Was immer ihr braucht. Können wir aber ausprobieren. Schlimmer kann es eh nicht werden. So. Ich bin ganz Ohr. Nein, Mensch, böser Mensch, raus Mensch. Ja, dann speichern. So kann ich, natürlich kann ich speichern. Ausruhen. Ja, wurde eingesetzt.
Was wir haben Heilzauber ohne Ende übrig. Dann brauchen wir ein Auge, um anständig zielen zu können. Ich mag den Zauber wirklich. Ich weiß schon, warum ich mir ihn ausgewählt habe. Okay, da stehen auf jeden Fall zwei Zwerge und dahinter steht auch noch einer. Ich bin dann ganz ohr. Gucken wir doch mal. Ach, wir müssen den dazu anwählen. Und du läufst in seine Richtung. Ja, ich möchte mich nicht mit dir unterhalten. Wir sind Freunde gekommen zu helfen. Wie weit läufst du denn bitte? Ja, mir egal. Hier, da. Fern, fern. Fertig.